Ich hatte in der jüngeren Vergangenheit ja ein bisschen was zu OncoEducation GPT erzählt. In diesem Video gehen wir einmal auf die Schnelle durch, was es damit eigentlich genau auf sich hat. Mein Name ist Matthias Schäffler, ich bin Onkologe mit dem Schwerpunkt zielgerichtete Krebstherapie und ich war sowas von glücklich, als OpenAI es Ende letzten Jahres erstmals erlaubte, dass man ChatGPT so anpassen kann, dass man quasi seine eigenen GPTs erstellen kann. Während man in den ersten Monaten von 2024 diese selbstentwickelten GPTs leider nur zahlenden Kunden von OpenAI zur Verfügung stellen konnte, ist durch ChatGPT 4.0 es mittlerweile für alle Nutzer möglich, in diese einzelnen GPTs zu gehen über den GPT Store. Warum braucht man aber jetzt ein vorgeschneidertes GPT und kann nicht einfach das ChatGPT benutzen, wie es frei zur Verfügung steht? Gut, da würde ich erstmal so anfangen mit der Eingabeaufforderung von ChatGPT, weil wir natürlich gewöhnt sind, sowas als Suchmaske zu verwenden. Wir kennen das von Google etc. und würden da jetzt eine Frage formulieren und dann auf die Antwort hoffen. Und nehmen wir mal als Beispiel, wir wollen eine Frage zur Krebsgenetik stellen, vielleicht wie man eine spezifische Mutation in einer spezifischen Krebserkrankung spezifisch therapiert, dann geben wir das jetzt in diese Eingabeaufforderung an und gehen davon aus, dass wir eine Suche gestartet haben. Lassen wir ChatGPT aber jetzt auf Milliarden Dokumente los. ChatGPT profitiert ja ohne Zweifel von seiner schieren Datengröße, die zur Verfügung gestellt wird, um letztlich Wort für Wort aneinander zu reihen. Und in diesen Milliarden Dokumenten hat man vielleicht auch ein kleines Häufchen mit Pasta-Rezepten. Vielleicht hat man ein kleines Häufchen, wo erklärt wird, wie man mit ChatGPT und ohne jegliche Arbeit zum Multimilliardär werden kann. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Dokumente über Krebs, aber die finden sich vielleicht an der Ecke der Stapel. Und natürlich gibt es auch Dokumente über Genetik, aber die befinden sich vielleicht an der Ecke im Stapel. Und ChatGPT soll jetzt also seine Antwort formulieren und wird dann quasi von links über die Pasta-Rezepte unten hin zur Cash-Cow und dann nach oben zur Genetik kommen und neigt dann natürlich durchaus dazu, dass es halluziniert. Als Halluzination bezeichnen wir nicht nur bei ChatGPT, auch bei anderen sogenannten LLMs das Problem, dass etwas generiert wird, was natürlich syntaktisch und grammatikalisch einwandfrei ist, was aber überhaupt keinen Sinn ergibt. Wenn wir irgendwie die Möglichkeit hätten, die Milliarden Krebsdokumente und die Milliarden Genetikdokumente von vornherein zusammenzufassen und sich nur darauf zu beschränken, dann würden wir mit Sicherheit bessere Antworten bekommen. Und genau das versteht man unter Prompting. Man gibt quasi vor, auf welche der Dokumente ChatGPT zurückgreifen soll und klammert damit natürlich Milliarden andere Dokumente auch aus. Wenn man denen nicht traut, kann man sogar auch so weit gehen und ausdrücklich die anderen Dokumente ausschließen. Es bleiben immer noch genügend Dokumente übrig zur Antwortgeneration. Das Ganze nennt man Prompting und soll bezeichnen, was man ChatGPT für Vorgaben macht, um möglichst gute Antworten zu bekommen. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, uns OncoEducation GPT genauer anzuschauen oder dass ich Ihnen da vielleicht ein bisschen was demonstrieren kann, was ich mir dahinter gedacht habe und was wie funktioniert, was aber auch noch nicht so gut funktioniert. Und hier nochmal der Aufruf, gerne einen Kommentar hinterlassen, gerne uns in irgendeiner Form kontaktieren, weil wir natürlich lernfähig sind und natürlich in der Lage sind, eventuelle Fehler auch noch in irgendeiner Form zu beheben. Hier sehen Sie den Link oben. Sie finden es auch im GPT Store, wenn Sie unter Education oder Bildung gucken und nach OncoEducation GPT suchen. Sie finden es hier auch als QR-Code und Sie finden es auch über die YouTube-Startseite, wenn Sie da an verknüpfte Profile, also da, wo Sie auch den Link zu Twitter oder zu TikTok oder zu Instagram finden, da finden Sie jetzt auch den Link zum OncoEducation GPT. Das Ganze hat dieses Logo, also da werden Sie es auch finden. Und um nochmal kurz zusammenzufassen, worauf wir vielleicht gleich achten können, wir haben also in Anführungszeichen personalisierte Prompts, also wir haben geschrieben, dass wir eigentlich Antworten erwarten, die ein Kanal oder eine Bildungseinrichtung zum Thema Krebs so von sich geben kann, die aber auch große Erfahrung in Genetik hat und die vor allen Dingen ja auch Transkripte von den Videos des Kanals kennt und auch generell Dokumente vom Kanal zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und in diesen Dokumenten soll jetzt zuerst geguckt werden. Nichtsdestotrotz haben wir aber auch einen Internetzugang mit
eingebaut oder drin gelassen, muss man eher sagen, damit, falls in unseren Texten nichts zu finden ist, natürlich nicht die Suche bzw. die Eingabeaufforderung abbricht, sondern dass dann eine Internetrecherche folgt, die sich dann aber in den Antworten, im Tonfall, in der Sprache etc. aber doch an unserem Kanal orientieren soll und gegebenenfalls bzw. eigentlich so häufig wie möglich entsprechende Videos des Kanals vorschlagen soll auf die Anfragen. So sieht das Gute dann aus, wenn Sie es das erste Mal öffnen. Das ist quasi die Startseite. Steht auch nochmal drauf, powered by OpenAI. Also das ist natürlich richtig die Technologie, die hinter ChatGPT steckt. Da haben wir nichts Eigenes programmiert oder so, sondern sind ja auch ganz angetan, wie gut ChatGPT bisher funktioniert. Sie sehen unten schon 4 Diskussionsstarter angegeben. Die habe ich mir selbst ausgedacht, also die sind jetzt nicht vorgeschlagen. Da kann man natürlich auch noch andere wählen. Das heißt auch hier wieder die Aufforderung, wenn Sie bessere Ideen dazu haben, gerne uns mitteilen, können wir gerne und relativ unaufwendig ändern bzw. verbessern. Wir können das mal exemplarisch durchgehen und fragen, was ist zielgerichtete Therapie? So, ich habe mal gerade ein bisschen geschwiegen bzw. beschleunigt das Video, damit Sie nicht zu lange warten müssen bzw. damit dieses Video auch nicht zu lang ist. Sieht erstmal gar nicht so schlecht aus, gibt uns eine gute Antwort zum Thema zielgerichtete Krebstherapie, unterscheidet zwischen aktivierenden und inaktivierenden Mutationen, super wichtig, und gibt uns als Link unten auch ein Video, wo man hier nicht sieht, welches Video, aus dem Kanal an. So, und wir haben ja gesagt, dass die Dokumente, auf die sich die Software als allererstes stürzt, unsere eigenen Dokumente sein sollen. Wir haben ja bei uns durchaus viel zu TP53 gesagt, deswegen gucken wir mal, inwiefern er Extraktionen bekommt aus den Videos zum Thema TP53. Soweit eigentlich auch ziemlich gut die Antwort, die gegeben wurde. Nimmt auch das Bild des Wächter des Genoms auf, was wir ja in mindestens 2 Videos so darstellen. Differenziert auch zwischen TP53 als Gen und P53 als Protein. Gibt dann die verschiedenen Mutationen durch oder beziehungsweise Auswirkungen von verschiedenen Mutationen durch. Dass es Loss-of-Function-Mutationen sind, ist auch richtig. Und Forschung und Therapieansätze, da kommt der Bezug zu unserem TP53-Video, wo ich Ihnen ja gezeigt hatte, dass es da durchaus, ja, Inhibitoren kann man eigentlich gar nicht sagen, Wirkstoffe gibt, die den Funktionsausfall von TP53 aufheben können, indem das Protein wieder in Anführungszeichen aufgerichtet wird. Also eigentlich ziemlich gut, kann man jetzt nicht meckern, was wir da bekommen. Aber ich habe ja gesagt, wir haben das Ganze auch noch ergänzt um eine Internetfunktion. Dazu würde ich mal als Beispiel nehmen ein Gen, was wir definitiv auf dem Kanal, glaube ich, noch gar nicht besprochen haben, was, glaube ich, in keinster Weise irgendwann mal als Wort auffiel. Und dann gucken wir mal, was OncoEducation GPT daraus zaubert. Nehmen wir mal das ARID1A-Gen. Ja, inhaltlich kann man überhaupt nicht meckern. Das sind jetzt, wie gesagt, Informationen, die das GPT, also dieses eigene GPT, aus dem Internet gezogen hat und im Stile von OncoEducation GPT aufbereitet hat. Finde ich, sieht eigentlich ganz gut aus. Verweist wieder auf ein Video. Aber das stört mich jetzt ein bisschen beim Vorführeffekt, warum da immer nur ein Video angegeben wird. Deswegen fragen wir nochmal explizit nach. Also, Ihre Meinung würde mich da sehr interessieren. Ich finde es sehr beeindruckend, sehr gut, was da bisher so zusammenkommt. So viel erstmal als kleiner Appetizer oder Teaser auf Neudeutsch zu OncoEducation GPT. Lassen Sie uns gerne wissen, was Sie davon halten und ob wir da mehr Herzblut reinstecken sollen oder ob das so schon in Ordnung ist. Wie gesagt, freuen uns da gerne dran, weiterzuarbeiten.